Herr Präsident, meine Damen und Herren! ISIS ist territorial besiegt, dennoch weiterhin eine massive Gefahr, auch für den Weltfrieden. Das liegt daran, dass sehr viel Notwendiges gemacht wurde im Repressiven, militärisch wie polizeilich, um ISIS zu bekämpfen, aber zu wenig gegen die Wurzeln, gegen die Ideologie gemacht worden ist in den letzten Jahren. Und das sieht man in Al-Haul, das größte Flüchtlingslager im Nordosten Syriens. 12.000 Dschihadisten und ihre Angehörigen sind dort, davon sind 300 Deutsche. Ich habe heute mit einer Ärztin gesprochen, die dort versucht hat zu helfen, und habe gefragt, was muss denn Deutschland tun? Und ihre schnelle Antwort war, mit der Bigotterie endlich aufhören und wenigstens die Kinder derer, deren Eltern hier in Deutschland radikalisiert worden sind, zurückholen. Ich finde, sie hat verdammt recht. Nicht nur, weil wir eine moralische Verantwortung haben, sondern weil genau die unerträglichen Zustände in diesem Lager ein weiterer Nährboden sind für neue Generationen, die radikalisiert werden. Leider gibt es bisher nur Lippenbekenntnisse der Bundesregierung. Eine einstellige Zahl von Kindern, die zurückgeholt worden sind, das reicht schlicht nicht. Wir haben nun eine Fortsetzung eines alten Mandates hier vorliegen. Und es gibt die Pariser Erklärung von September 2015. Es gibt UN-Resolutionen, die auch zitiert werden in dem Mandatstext. Ja, die sind richtig. Es gibt auch Notwendigkeiten, dass man an der einen oder anderen Stelle militärisch gegen IS vorgeht. Aber wieder einmal hat die Bundesregierung versagt, wenn es darum geht, eine verfassungskonforme Mandatierung hier vorzulegen. Und deshalb können wir dem nicht zustimmen. Ich frage mich, was daran so schwer ist, einfach mal sich anzuschauen, was Karlsruhe, was das Bundesverfassungsgericht uns vorgegeben hat. Und da steht eindeutig drin, es muss ein System kollektiver Sicherheit vorliegen. Das tut die Bundesregierung einfach nicht. Sie verweigert das konsequent. Allein deswegen schon werden wir dieses Mandat diesmal weiterhin ablehnen. Das Problem ist, dass dieses Schauspiel noch getoppt wird von dem, was die Sozialdemokratie in den letzten Monaten gebracht hat. Ich kann nur sagen, wenn man sich so weit aus dem Fenster lehnt und dann auch noch umfällt, dann schmerzt es dann ungemein. Das ist nämlich das, was passiert ist. Sie haben so viele Zitate hier gebracht, warum dieses Mandat zu Ende gehen muss. Und jetzt wird es verlängert mit dem Argument, naja, eigentlich haben wir keine Zeit mehr, um Ersatz zu suchen. Die Frage ist, haben die beiden Verteidigungsministerinnen sich darum bemüht? Und was hat die Bundesregierung dafür getan, damit die deutschen Fähigkeiten aufgefangen werden? Wenn man genau nachschaut, ist die Antwort nada. Da ist nichts passiert, damit die Bundeswehr auch abziehen kann. Wenn das quasi die Arbeitsgrundlage dieser beiden Parteien sind hier, dass die einen etwas fordern, die anderen sagen, machen wir, und dann macht man es einfach nicht, und dann stellt man fest, huch, wir haben gar keine Zeit mehr, also müssen wir jetzt mal erst mal ein halbes Jahr weiter verlängern, dann hat das mit Gestaltung, hat das mit Politik machen überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist schlicht peinlich. Vielen Dank, Herr Kollege Notwurf. Vorbildlich die Redezeit eingehalten. Als letzter Redner zu dieser Tagesordnungspunkt hat das Wort der Kollege Thomas Erne, CDU-CSU-Fraktion.